C'était une surprise pour moi d'arriver dans un lieu aussi magnifique, avec une programmation aussi extraordinaire, et avoir l'honneur d'ouvrir le festival avec le premier concert. Die Dresdner Musikfestspiele werden dieses Jahr 45 Jahre alt. Das ist schon was Besonderes und das wäre nicht möglich ohne unseren Hauptsponsor Volkswagen, der uns seit vielen, vielen Jahren sehr treu und mit tollen Projekten unterstützt. J'ai vu la programmation du festival et j'ai été très impressionné parce que c'est vraiment un festival qui a une des plus belles programmations au monde. Dirigieren wird das Dresdner Festspielorchester dieses Mal Jean-Christophe Spinosi. Das ist zum ersten Mal, dass er mit unserem Orchester arbeitet. Ein französischer Dirigent, der das sehr, sehr schön macht, habe ich in der Probe schon gesehen. Er bringt unser Ensemble so ein nouvel air. Er arbeitet mit vielen Bildern und Geschichten und das ist sehr inspirierend, finde ich. Et puis dans notre programme ce soir, il y a l'ouverture de la flûte enchantée. Ich finde, er passt perfekt zu Mozart. Et la rencontre avec l'orchestre du Festival de Dresde est aussi merveilleuse parce que ce sont des super musiciens qui viennent de différents endroits de l'Europe. Das ist was ganz anderes als in so einem feststehenden Orchester. Es ist eine Ehre, hier zu spielen und fühlt sich einfach super an. Die Vorfreude ist in diesem Jahr gigantisch auf das Festival, weil wir jetzt das erste Mal wieder ein volles Festival mit richtig vielen Konzerten feiern können. Und wir freuen uns natürlich auf die ganzen Konzerterlebnisse und wir erwarten ganz viel Euphorie und viele tolle Begegnungen mit unseren Musikern, aber auch mit unserem Publikum.